Wir testen heute die viralsten TikTok-Produkte, damit ihr es nicht müsst. Wir fangen an bei einem Produkt mit 100.000 Aufrufen und steigern uns bis hin zu einem Produkt mit 29 Millionen Aufrufen. Auf TikTok sieht immer alles schöner aus, als es dann vielleicht auch wirklich ist. Bleibt bis zum Ende dran, um das krasseste Produkt zu sehen. Und sieht fresh aus. Wir beginnen mit dieser Duschbrause. Die hat 100.000 Aufrufe bekommen. Die verändert den Strahl des Wassers. Ob das wirklich funktioniert, testen wir jetzt. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ab ins Bad. Hier bin ich extrem gespannt, ob das jetzt auch wirklich funktioniert. Also das sieht auf jeden Fall fancy aus, die Seite. Die Seite hier sieht eher so ein bisschen billig aus. Ich schraube das jetzt mal hier ab. Und jetzt wird unser neuer Hightech-Duschkopf angeschraubt. Also ist schon lustig, aber es fühlt sich schon ein bisschen billig an. Ich werde es mal anmachen. Okay. Ah, hier wahrscheinlich noch. Oh! Jo! Also das sieht schon echt lustig aus, muss ich sagen. Hier kann man die Stärke verändern. Das sieht auch cool aus, muss ich sagen. Ich würde dem Ganzen hier eine feierliche 4,5 geben, weil es das hält, was es verspricht. Wow, 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 hier spricht der Rick aus der Zukunft. Ich muss das Ganze revidieren, das Ganze kriegt 1,5 Sterne, weil es ist direkt kaputt gegangen. Wir hatten das Ganze für 1-2 Wochen. Es ist ein Spaßprodukt, aber es funktioniert nicht lange. Unser zweites Produkt hat schon die 150.000 Aufrufe geknackt. Und zwar ist es unser Air-Sessel. Wir werden das jetzt gleich mal auf dem Balkon austesten. Yo, das ist ja viel größer als gedacht. Okay, Leute, ich glaube, ich muss Anlauf nehmen von dort hinten. Also, wir nutzen hier die komplette Fläche aus. Okay. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt genug war, ehrlich gesagt. Das ist doch immer noch zu wenig. Leute, ich brauche ein bisschen Wind. Ist doch ein Witz. Jetzt muss man das zudrehen, bis es prall wird. Und dann sollte man theoretisch zumachen und sich reinsetzen. Aber das sieht einfach aus wie ein Müllsack. Machen jetzt einen letzten Versuch. Wenn es dann nichts wird, dann ist das Produkt Trash. Jetzt sollte es passen. Ja. Auf Lock. Schön finde ich es nicht. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie so ein Müllsack. Man kann hier theoretisch irgendwie so sein Handy mit reintun, aber viel mehr passt da jetzt auch nicht rein. Das Aufblasen war auch echt anstrengend. 2,5 Rick. Das nächste Produkt hat schon ganze 200.000 Aufrufe gemacht. Es sieht sehr praktisch aus. So eine Art Mikrowelle, die man mitnimmt in sein Auto, in den Park. Ich konnte mir jetzt nichts mehr zu essen machen. Ich habe aber gestern schon Schupfnudeln gemacht. Die kann ich jetzt damit dann im Auto aufwärmen. Ach, wir haben hier die Tasche, wie versprochen. Das ist eine Apfelpackung. Wahrscheinlich nochmal eine kleine Brotzeitbox. Hier haben wir die verschiedenen Kabel. Das ist wohl fürs Auto. Das brauchen wir jetzt gleich. Da kann ich dann gleich meinen Apfelmus mitnehmen. Rein damit. Ich esse meine Schupfnudeln süß mit Apfelmus. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das macht. So, auf geht's, würde ich sagen. Ich werde jetzt mal direkt meine Brotzeitbox anschließen. Wir haben hier eine Edelstahlgabel und einen Edelstahllöffel. Da. Das kommt dann mal da rein. Jetzt ist auf Power. So Leute, wir sind angekommen und die Brotzeitbox fühlt sich auf jeden Fall schon mal warm an. Alter, es ist wirklich warm. Schaut euch mal an. Hier auf jeden Fall den Dunst, der dann an der Seite dran hängt. Kann mir vorstellen, dass es zu Hause noch mal besser funktioniert. Ist auf jeden Fall lauwarm. Also Fazit, 2 von 5 Rick, weil es funktioniert, ist aber echt ein unnötiges Produkt. Wenn es wirklich so lauwarm bleibt, I don't know, ich will es mir nicht kaufen. Wenn man eine Dose nicht öffnen kann, dann hilft dieses Produkt. Und zwar hat das 500.000 Aufrufe gemacht. Anscheinend kann man damit jede Dose öffnen. Wir werden sehen. So, ich stelle es mal drauf. Gedrückt halten. Man hält es, glaube ich, so lange gedrückt, bis es hier fest ist. Jetzt soll es dann losdrehen, oder? Wow! Alter, krass! Alter, das ist wirklich episch. Es funktioniert, wie man es sich erwartet. Es ist ein bisschen so ein Roboter-Greifarm-mäßig, aber 4,5 Rick von mir. Wer wollte nicht schon immer einen Wasserspender zu Hause haben? Dieser Wasserdispenser hat tatsächlich 1,3 Millionen Views auf TikTok. Apropos 1 Million Views. Wir sind gerade dabei, die 1 Million zu knacken. Und ich sag's euch jedes Mal wieder, es haben 80% der Leute, die Videos schauen, nicht abonniert. Und das ändert sich einfach nicht. Egal, wie oft ich sage, Leute, seid nicht so und gönnt mal ein Abo, dann schaffen wir das auch. Ich habe extra so eine riesen Flasche hier gekauft. Sieht aus wie beim Zahnarzt. Den Wasserspender kennt ihr ja wahrscheinlich. Da kommt dann dieses Teil hier drauf. Wir werden das jetzt mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. So, für dieses Produkt musste ich extra ins Bad kommen, weil es passt an keinen wirklichen Wasserhahn dran. Wir haben Gott sei Dank so einen Duschhahn, der extra dafür ausgelegt ist, da reinzugehen. Jetzt geht's los.
Okay, das wird 100 Jahre dauern. Schätz mal, sind das 5 oder 10 Liter? Schreibt's in die Kommentare. Es ist wirklich schwerer, als man denkt. Wenn das jetzt fällt, dann bin ich am... Ja! Kommt noch der Deckel drauf. Oh, so anstrengend, jetzt brauche ich erst einen Schluck Wasser. Darf er so? Dafür machen wir dieses Ding jetzt auf. Ich hoffe, man muss es nicht extra aufladen. Sieht nämlich elektrisch aus. So, sieht schon mal wild aus. Hier oben ist so ein Startbutton. Da haben wir einen Schlauch. Mal gucken, ob der bis ganz unten geht überhaupt. Wobei, passt perfekt. Ich drück mal da drauf. Mal gucken, was passiert. Was für ein Geier! Alarm! Hier haben wir das Röhrchen, mit dem wir das Ganze dann in unser Glas schenken können. Und der Schlauch kommt dann wahrscheinlich hier unten dran. Der Deckel kommt ab und schon kommt der Schlauch da rein. Dreht man es jetzt da drauf oder? So, es ist an der Zeit für den Test. Können wir eine Zahnarztpraxis aufmachen oder können wir es nicht? 3, 2, 1, go! Yo! Hey! Das kommt schon fresh und 3, 2, 1, stopp! Alter, bist du auf, dass das hier komplett wackelig drauf sitzt? Ich weiß nicht, wie man das befestigt. Das Produkt bekommt von mir 3,5 Brick. Es kann keine 5 werden, weil dieses Teil hier sitzt da einfach nicht richtig drauf. Wir kommen zum nächsten Produkt. Der Tisch wird immer leerer und die Produkte werden immer viraler. Wir kommen als nächstes zum Boomerang. Wir haben den schon mal getestet, aber als runden Ball. Der Boomerang hat 2 Millionen Aufrufe gemacht. Hier seht ihr, es kann so angedreht werden. Hier on-off. Ich mach mal an, es fängt schon an so zu leuchten. Sieht auch direkt aus wie so ein China-Produkt, was nicht so hochwertig ist. Es funktioniert direkt. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich ihn loslasse. Ja, geil! Er funktioniert tatsächlich direkt. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal aus, ob er wirklich zurückkommt, weil das nennt sich ja Boomerang. Wir werfen ihn dann ein Stückchen raus. Er kommt zurück! Ich weiß bloß nicht, wie ich ihn fangen soll. Es funktioniert tatsächlich. Okay, Leute, wir machen jetzt was richtig Gewagtes, okay? Ich brauche einen Real-Life-Test. Wir machen jetzt einen krassen Test. John kriegt das gleich. Er wirft's runter und ich werde versuchen, 3 Stockwerke tief es zu fangen. Okay. Okay. Eieieiei. So, wir machen jetzt den letzten Test. Kann ich Kommentar-Shoutouts geben, währenddessen ich werfe? Kommentar-Shoutouts gehen raus an Max, Lea und Melina. Und wir haben es geschafft. Also dieses Produkt bekommt von mir 4 von 5 Rick, weil es genau das hält, was es verspricht. Aber es ist immer noch China-Schrott. 2,4 Millionen für dieses Zahnpasta-Tuben-Entleerer-Teil. Keine Ahnung, wie man das auch immer nennen soll. Jeder kennt das Problem, wenn die Zahnpasta einfach leer ist und man kriegt nichts mehr raus. Wir testen es jetzt mal aus, ob es wirklich so vielversprechend ist. Eigentlich denkt man, sie wäre leer. Das steckt man dann hier rein und jetzt fängt man an zu drehen. Langsam nach und nach. Alles nach oben gedrückt, bis dann finally, oh ja, etwas rauskommt. Cooles Ding. Hat auf jeden Fall eine solide 4 von mir. Unser nächstes Produkt hat ganze 3 Millionen Aufrufe gemacht. Hier könnt ihr es sehen. Das soll dabei helfen, Türen automatisch zu schließen. Falls irgendjemand vergisst, sie zuzumachen, zieht sie sich von alleine zu. Ob das funktioniert, testen wir jetzt. Ah. Da ist schon echt Druck dahinter. Wir kleben das jetzt mal hin. Ich hoffe, es geht danach auch wieder ab. Kommt das Ganze hier oben dran. So. Alter, ist es schief? Ich glaube, ich habe schief gemacht. Hey, Kai. Hier kommt das nächste. Auch wieder schief. Wie kann man so unfähig sein? So. Boah, ich habe so Angst, dass das gleich mir entgegenfliegt. Schauen wir mal. Oh. Nicht schlecht. So, Leute, jetzt kommen wir zum Test. Warum schaut ihr mal meinen Scheißen zu? Funktioniert doch gar nicht mal so schlecht. Heißt, wenn jetzt jemand zu Besuch kommt, sieht alles schön gepflegt und sauber aus. Er will hier reinschauen, die Tür geht direkt wieder zu. Es ist wirklich... Was war das? Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Das Produkt bekommt von mir 4,9 Rick, weil ich finde es echt sehr nice. Es funktioniert. Bloß, wir hatten jetzt diese Momente, wo es ein-, zweimal nicht direkt zugegangen ist. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, was im Sommer extrem geil sein könnte, wenn es wirklich funktioniert. Und zwar dieser Slushy Maker, der hat 3,7 Millionen Aufrufe gemacht. Fancy, fancy. Schaut mal hier rein. Der
kann man das komplett drücken. Das sieht auf jeden Fall verboten aus. Hier haben wir einen Strohhalm mit einem Löffel dran. Step 1. Wir müssen das in den Freezer tun, bis es gefroren ist. Und im Step 2 tun wir dann unseren Drink da rein. Und dann fangen wir an, das hier so zu kneten, bis es zu einem Slushy wird. Okay, rein damit und abwarten. 3 Stunden ab jetzt. So, meine Freunde, es ist an der Zeit, es wieder rauszuholen. Es sind keine 3 Stunden vergangen, sondern eher 3 Tage. Die neue Küche ist nämlich jetzt auch schon da. Die sieht doch richtig fresh aus, oder nicht, Leute? Da können wir richtig geile Kochvideos machen. Schreibt mir gerne mal was in die Kommentare. Das wird auf jeden Fall auch gemacht. Da ist es auch schon. Wir werden unsere Fanta da reinfüllen und mal gucken, was wird. Was wird? Ich glaube, man soll das jetzt da einfach reinschütten und dann einfach immer schön durchkneten. Ah. Satisfying. Jetzt fangen wir an, hier so zu kneten. Schmilzt langsam schon das Eis? Es fühlt sich so komisch an, Leute. Ich check nicht ganz, was da passiert. Friert die Fanta dann ein? Vielleicht rühren wir auch einfach einmal um. Yo, schau dir das an. Das ist ja wirklich... Ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert. Schau mal. Holy shit, ey, ist wirklich geil. Also, Produkt bekommt auf jeden Fall 5 von 5 Ricks. Fresh. Das nächste Produkt ist für extrem faule Menschen und zwar hat das 5,2 Millionen Aufrufe gemacht. Es ist so eine Art Scroller für TikTok, damit man nicht mehr swipen muss. Also wer so faul ist, dass er nicht mehr swipen kann, dann solltest du vielleicht auch weniger TikTok konsumieren und ein bisschen mehr Sport machen. Weiß ich nicht, Digga. Das ist quasi die Box. Das ist wie bei AirPods. Also das ist schon mal sehr fancy, muss ich sagen. Also wenn man so einen großen Finger hat wie ich, dann kann man es wahrscheinlich nur an den kleinen Finger dran machen. Wir haben hier einen Weiter-, einen Zurück-Button und wahrscheinlich ein Play-Stop-Button. Versuch gerade in den Bluetooth-Einstellungen dieses Gerät zu finden. Hat sich tatsächlich connected. Jetzt schauen wir mal auf die App TikTok. Wir gucken jetzt, ob es funktioniert. Tatsächlich! Yo! Ich verteile mein Like. Es hat geliked! Aber nicht nur diese Taste hier kann Likes verteilen, sondern auch ihr. Lasst ein Like auf diesem Video. Bei 20.000 Likes gibt es ein nächstes Produktetest-Video. Auf entspannt. Weiter! Weiter! Also Leute, es funktioniert. Es ist aber nicht so praktisch, wie man denkt. Am Ende des Tages absolut unnötig. Ich würde sagen, es kriegt von mir 3 Rick von 5. Dieses Produkt hat 5,8 Millionen Aufrufe gemacht und ist eine elektrische Wasserpistole. Man muss nicht die ganze Zeit nachladen oder so, man drückt einfach drauf und es schießt. So. Sieht wohl aus, als wäre das hier der Wassertank. Da haben wir die Pistole. Hier ist ein kleinerer Wassertank, wenn man es so klein haben will. Pam, pam, pam. Hört ihr das? Hier entleert man das Magazin. Tack. Hier ist das fette Magazin. Sieht dann so aus. Damit hat man maximal 4 Schuss und ich werde das jetzt direkt mal ausprobieren. Wir bauen hier ein kleines Ziel auf. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Mal schauen. Was wird? Was wird? Ich gucke, ob es klappt, von hier aus den obersten abzuschießen. Und es funktioniert. Aber da könnte schon ein bisschen mehr Druck drauf sein. Ich versuche jetzt mal die untere Reihe zu schießen und guck mal, ob alles umfällt. Es passiert einfach gar nichts. Aber es ist schon geil. Es ist eine kleine Maschinenpistole. Man kann einfach gedrückt halten und es kommt die ganze Zeit was. Wenn man bis 12 Jahre alt ist, dann ist es wahrscheinlich eine 5 von 5, weil es halt einfach geil ist und lustig ist, man sich nicht verletzen kann. Für mich als Erwachsener ist es eine 3,5 von 5. Rick. Auf das nächste Produkt bin ich ganz besonders gespannt. Das hat 12,9 Millionen Aufrufe. Ist ein Hogwarts Zauberstab und original, der schießt mit Feuer und ich bin sehr gespannt, wie gut das Ganze funktioniert. Wow, der sieht doch richtig fresh aus schon mal. Expecto Patronum! Oder wie auch immer. Irgendwie habe ich das Gefühl, der leuchtet und schießt kein Feuer. Was ist das jetzt hier? Wurden wir gescannt? Also wenn das jetzt nicht Feuer schießt, also dann kriegt er für mich 0 Rick. Avada Kedavra! Expecto Patronum! Patronum! Ja, yeah. Also als Kinderspielzeug vielleicht ganz nett, aber er schießt gar nichts. Ich frag mal meinen Kollegen Alexander Straub, der hat auf jeden Fall den richtigen Stab. Bei 20.000 Likes auf diesem Video werden wir nochmal ein Video mit dem richtigen Stab machen. Produkt bekommt von mir 0 Rick. 0. Enttäuschung, reine Enttäuschung. Wir kommen jetzt zu unserem absoluten Hero-Produkt. Das hat 29 Millionen Aufrufe gemacht. Das ist der Lungtank. Damit kann man anscheinend unter Wasser atmen. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal die Location wechseln. Auf geht's, wir sehen uns unten. Was zum Geier passiert hier? Ist das Fremnet? Bin ich etwa in Fontaine?
Leute, was war das denn? War das ein Karate von Genshin Impact? Genshin Impact ist ein Open-World-Game, bei dem man die Welt von Taiwan erkundet. Und jetzt gibt es einen neuen Mechanismus. Ab jetzt gibt es Unterwasser-Kampferfahrung ohne traditionelle elementare Fähigkeit oder elementaren Stoß. Für neue Spieler sind vor allem die Charaktere Zhongli und Yelan geeignet. Also Leute, checkt auf jeden Fall Genshin Impact ab. Ich habe euch alles in die Videobeschreibung gepackt. Wir gehen jetzt zu unserem Hero-Produkt und zwar zum Lungtank. Ah. Junge, die sieht aus wie der Terminator. Wow. Schaut euch das an. Einfach wie so eine Gasmaske. Kommst du fresh aus? Weiß ich nicht, Digga. Ihr wisst gar nicht, dass ich dafür insgesamt 800 Euro ungefähr ausgegeben habe. Also, das ist der Lungtank. Da soll dann die ganze Luft rein. Für 10 Minuten kann ich mir nicht vorstellen. All das ganze Zeug sieht sehr, sehr hochwertig aus. Man muss dazu sagen, ich glaube, das ist wirklich für Profis gemacht. Macht es auf keinen Fall zu Hause nach. Wir probieren jetzt das Ganze aufzupumpen. Funktioniert auf jeden Fall, die Luft geht rein. Allerdings muss man hier 2 Stunden pumpen gefühlt. Man braucht eigentlich einen Kompressor dazu. Da war ich dann zu geizig, den zu kaufen. Ich schwitze komplett. Ich weiß nicht, guckt euch das an. Junge, und ich hab's immer noch nicht voll, das Ding. Wir testen jetzt trotzdem, ob es funktioniert. How's this? Okay. Ich weiß nicht, wenn das weiter geht, glaube ich was. Wenn das nicht klappt, schaut mal, wenn ich hier eine hatte. Packt die Luft rein. Leute, wir haben den entscheidenden Unterschied festgestellt. Es hat einfach in der Eile hier dieser Schnorchel gefehlt. Ich glaube, das ist nur dafür da, dass man Luft rauspusten kann. Da ist so ein kleines Bällchen drin. Mal schauen, wie es wird. Alter, es funktioniert einfach perfekt. Ich kann nichts sagen. Es ist einfach ein geiles Produkt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace, Leute. Ciao.